So, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich spiele gerade Dirt 3 auf meiner Xbox One. Das ist ja seit, ich glaube, November letzten Jahres abwärtskompatibel. Schon einige andere Spiele. Und ich dachte mir, ich habe mal wieder Bock drauf, wieder ein bisschen Auto zu fahren. Ich habe lange kein Forza mehr gespielt habe. Ich habe mir auch schon so eine kleine, ich sag mal, Etappe ausgesucht oder ein kleines Rennen. Zwar habe ich hier schon so ein bisschen gefahren, sag ich mal. Das letzte hier habe ich nur bei einem Gold. Jetzt ist doch ganz schön wenig, nur bei einem. Hier habe ich auch nur eins. Für alle nur eins, oder wie? Hab auf jeden Fall alles gefahren hier in der Karriere. Ich habe sowohl die X-Games Winterspiele als auch Sommerspiele erlebt. Habe ich sogar zwei Gold. Und hier ist ja, ne? Der DC Compound hier, wo man so ein bisschen Gymkhana und sowas machen kann. Ich auch so ein paar Sachen erfüllt, leider. Jetzt habe ich mir gedacht, fahren wir mal hier ein Rennen aus dem ersten. Zwar hier oben. Und zwar Tsavo Classic Shield in Kenia. Rally. Das sind relativ kurze Etappen, also dauert nicht so lange. Wir fahren mal mit Autos aus den 60ern. Und zwar wollte ich fahren den Lancia Fulvia HF. Eigentlich fehlt auch das Integrale, aber 800 Kilo, Frontantrieb 132 PS. Das ist mal ganz ordentlich. Den Wagen auch an sich als normale Version. Ich finde den mega schön. Ich habe schnell ist eine andere Sache, aber der muss auch nicht schnell sein. Trotzdem 132 PS für die Knutschkugel, das ist gar nicht mal so wenig. Du bist ein echter Rallye-Könner. Zeig den anderen, warum du der Beste bist. Ich habe jetzt aber nicht wirklich eingefahren. Also ich habe das letzte Mal das Spiel im November gespielt, letzten Jahres. Da habe ich auch mich an einem Wochenende durchgespielt direkt. Und oh, schön. Teilnehmer, gucken wir uns die mal an. Hier Fabian Skilling, Jason Porter, Tom Harrison, Craig Stewart, Roland Holzer, Pierluigi Constantini, Darren Lynch und Mika Wilander. Für DC Shoes hat einer noch. Aha. Schwierigkeitsgrad. Was können wir denn hier alles einstellen? So, guck. Schwierigkeitsgrad 1. Schäden nur optisch. Ja, das passt. US1. Ideallinie. Aus. Das braucht eigentlich kein Mensch. Stabi aus. Gruppenabbremsen aus. Gaspedalmanagement natürlich auch aus. Ich hoffe, das passt, soweit dass ich nicht ganz so hart verliere. Oh, ist der sexy, der Wagen. So, schauen wir mal. War erstmal hier in der Außenperspektive. Das ist ein bisschen zu schnell. Das Spiel, das sieht trotz seines Alters ist ja mittlerweile schon, ich glaube, ja, 6 Jahre alt, das Spiel. Oder 5. Warte mal, kam es Mai 2010 oder 11 raus? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ist das schon ein relativ altes Spiel. Und dafür sieht es auf jeden Fall noch sehr, sehr gut aus. Und durch. Das war etwas zu optimistisch. Ich habe mir auch noch eine Etappe so hart ausgesucht, oder zumindest eine Idee. Ich wollte den Wagen nochmal fahren, aber bei Schnee, das war ein Aspen oder so. Irgendeiner Schneeetappe halt. Habe ich mega Bock drauf. Auf jeden Fall sehr viel Vollgasanteil hier. Was ich gut finde, weil natürlich ist Vollgas immer gut. Hat natürlich auch mit Handschaltung, meine ist ja klar. Ist ja nicht langweilig, wenn nicht. Ich weiß auch nicht, wie die Zurückspulen geht oder halt diese Rückblende. Ich will die auch eigentlich nicht benutzen. Wenn wir es verkacken, ja, dann ist es halt so.
Ich kann den Sport auch nicht so sagen, ja, spulen wir mal zurück. Ich bin jetzt halt. Hab einen Wagenschrott gefahren, aber. Kann man ja zurückspulen? Nee, nee. Ist ja nicht. Das haben wir wahrscheinlich gewonnen bei dem Abstand. Schauen wir mal. Ja. Wahrscheinlich haben die so nur 2-10er-Zeit gefahren. Deine Fans drehen durch, wenn sie das sehen. Lad es auf YouTube hoch. Werde ich sogar machen. Ich glaube, wir schrauben den Schwierigkeitsgrad höher. Kann man das während eines Rennens überhaupt? Weil das ist ja nur die zweite Etappe hier. Na, ich hoffe doch. Wir gehen dann erstmal wieder ein höher. Nicht gleich zwei oder drei. Danach fand die mich hier in Grund und Boden. Genau, das geht. Ja, auf zwei. Viel Zwischenstand. Ich habe so einen kleinen Vorsprung. Ach, weißt du. Oder was haben wir hier noch? Betriebe, was passt? Da ende ich meistens bei Dirt 3 nichts. Ja, bei Forza. Aha, Renault Alpine vor mir. Auch nicht verkehrt. Jetzt mein Lancia. Ich habe mich hier liegen gesponsert. Go. Hier wunderschön Kenia. Und sich ist Afrika auch so ein interessantes Urlaubsziel, finde ich. Also in die Savanne oder Wüste, es ist wirklich gar nicht mal so schlecht da. Natürlich haben die ganz andere Lebensbedingungen als hier und ein ganz anderes Klima, aber man muss auch mal andere Welten kennen und nicht nur seine eigene. Wo man, ich sag mal, wirklich so extrem gut lebt. Wir haben es hier in Deutschland schon echt gut. Wir müssen ja quasi fast nicht Sorgen machen. Vielleicht zu anderen Ländern. Und wir haben sicheres Zuhause, wir können eigentlich alle arbeiten gehen. Unsere Kinder bekommen alle Schulbildung. Also, wir haben schon echt gut hier. Das könnte man bei so einem Urlaub auch mal dann würdigen. Man soll vielleicht nicht andere Menschen leben oder leben müssen. Natürlich gibt es auch einige in, ich sag mal, Afrika oder anderen Ländern. Auf anderen Kontinenten. Die auch so gut haben wie wir, aber halt nicht alle. Eine kurze Etappe, oder? Da bin ich jetzt zu schnell. Ja. Ich werde beim nächsten Rennen wieder einen hochstellen. Oh Gott. Haha. Das sind noch vorhin gelandet. Mit diesem kleinen Unfall. Ja, das war jetzt nicht so anspruchsvoll. Also können wir beim nächsten wieder einen hochstellen. Ja, mein Gott, 13 Sekunden. Ist ja quasi nichts. So. Ach, ich bin schon höchste Stufe. Na Mensch. Das haben wir. War ich ja vorher schon erster. Ich würde gerne mal nochmal halt Rallye fahren. Ich weiß zwar nicht genau, wo das jetzt war. Finnland Rallye? Kann es das sein? War erst 2000. Das war, glaube ich, in einer der. Ich sag mal. Nehmen wir jetzt einfach mal den zweiten hier. Das ist, glaube ich, irgendwo später. Geh auf Road Rush. Was haben wir hier? Norwegen Rally, das kann es sein. Aber 60er kann man da nicht fahren. Irgendwo ging das doch. Aber gut, Norwegen, das ist schon mal gut. Oder hier Finnland Rally. Auch keine. Ich kann ja in Norwegen gerade mal probieren, was da war. Vielleicht mal sowas aus den 80ern oder so fahren. Ich hatte auch schon die Idee für einen Wagen. Was gibt's hier bei oben alles?
Okay, da gibt's. Ja. 2000. Ich kenne den Honda S2000, aber das ist damit ja sicherlich nicht gemeint. Okay, so eine Grütze ist das. Ford Escort S, Junge. Lancia Delta. Subi. Renault 5 Turbo, Alter. Ein Opel Manta! Jawohl! Komm. Ja, Opel Manta ist cool. Wird es auch in Forza Horizon 3 geben, da freue ich mich auch. Dann wieder auf den Audi Sport Quattro S1. Von Walter Röhrl. Ja, sieht jetzt nicht verkehrt aus, der Opel. Letztes Mal hast du das Auto wie neu zurückgebracht. Alles ist bereit. Das hoffe ich doch, dass alles bereit ist. Auf jeden Fall liegt hier ein bisschen Schnee. So, Schwierigkeit. Ein höher. Und go. Ja, wunderschön ist er doch. Wunderschön. Das 8000 dreht er. Ja, war deutlich anders als noch mit dem Lancia. Ist auch gut so. Oh. Die Lenkung noch so ein bisschen. Ich meine, die geht mir zu langsam. Haben wir super gemacht. Ich spule nicht zurück. Da ich auch nicht weiß, wie das geht. Ist wahrscheinlich auf der dem View-Button, glaube ich. Scheiße. Ach du Scheiße. War gerade so schlecht. Ich denke mal, da muss man sich erstmal wieder eingewöhnen. Hälfte geschafft. 40, leicht rechts. Mittel links sehr lang. Fühlt sich echt ganz schön rutschig, sag ich mal. Ich war ganz wenig Grip, obwohl er auch gar nicht mal so viel Leistung hat. Natürlich deutlich mehr als der Lancia, ja. Okay, der wiegt ja auch mehr. Oh. Das war aber knapp. Das war gut. Noch habe ich keinen richtigen Abgang gemacht, was ich ganz gut finde. Der Dreh hätte nicht sein müssen. Komm rum. Das war nicht gut. Ja, es war richtig, richtig schlecht. Drei Minuten 27 ist aber auch ein. Das ist aber auch ganz ordentlich. Sagen wir, stellen mal wieder auf zwei runter auf Schnee. Osiris Offroad Rush. Schon gesponsert von Puma. Es schneit, kommt alle aus dem Haus. Die Welt sieht wie verzaubert aus. Oder so ähnlich ging das. Hier legst du fest, wie stark deine Gegner sind. Ja. Das nee, wie kommst du da auf? Schwierigkeit. Da leg ich fest, weiß ich. Wie viele Scheiben Brot ich zum Abendbrot möchte. Das war, glaube ich, ein alter M3. Go.
glaube, genau die Strecke meine ich auch. Ja, auch so die Schneeeffekte. Ich meine, der sieht auch sehr, sehr gut aus. Die Grafik an sich. Trotzdem. Ich würde sogar sagen, konkurrenzwürdig. Also mir fällt jetzt nichts spontaner, würde ich sagen, ja, das sieht kacke aus oder das gefällt mir nicht. Das ist echt ein gutes Spiel, der 3. Hat auch endlich hier tolle Bewertungen bekommen. Und viele warten auch auf ein Dirt 4. So ein kleiner Ersatz ist ja Dirt Rally, was Anfang letzten Jahres rauskam. Für die Konsole, glaube ich, April diesen Jahres. Es war knapp. Ich weiß ja, ob hier auch von vielen, vor allem sag mal, sozialen Medien, also Netzwerken, sich viele über Opel beschweren, dass es ja auch so eine bescheuerte Marke ist, dass sie keine guten Autos bauen. Aber das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich bin auch in einer, ich sag mal, Opel-Familie aufgewachsen. Meine Oma hat einen Opel, meine Mutter hat einen Opel, mein Bruder hatte als erstes Auto auch einen Opel. Ich drehe mich hier als Idiot. Und überhaupt nicht keine schlechten Autos. Ich meine, die sehen auch gut aus. Natürlich sind das jetzt keine Sportwagen, aber sollen sie auch nicht sein. Boah, ich fahre hier so schlecht. Und ich meine, die sind auch eigentlich gut ausgestattet und gar nicht so teuer. Ziehen auch ordentlich durch. Zweiter. Nicht zufriedenstellend, aber akzeptabel. Boah, der war noch 4,5 Sekunden besser als ich, Alter. Wenn ich so jetzt denke, mal 4. oder 5. landen. Ich sag mal 6. sogar. Ah, sogar doch 4. Ja. 20 Sekunden besser, ich war so schlecht. Ich würde mal sagen, ein Rennen geht noch. Kann ich mal irgendwie so ein Rundenrennen oder was fahren? Gucken. Naja, fahre ich wieder bei 30. So. Das hier weg, einfach mal das nächste nehmen. Vielleicht hier. Landwash. Ready, Custom Alec Colosseum, das wär's doch. Was haben wir hier? Oh, hier kann ich, glaube ich, mein Landschaft noch mal fahren. Die Frage. Nehmen wir das hier? Und dann wir Rally Cross im LA Colosseum. Was werden hier für Autos gefahren? Nee, dann fahren wir doch lieber das andere. Wir fahren Rally. Die Gruppe B ist doch hier, so hast du ja auch die Quattro, ne? 200 Eisbord Quattro, 80er, das war so Renault Factoro, 70er, ein Opel Kadett, jo, ist das geil, genau, Fiat Abarth 131, boah, der ist auch ziemlich geil. Nehmen wir einfach mal den, da war ich nicht zwei gleiche Autos oder zweimal das gleiche Auto. International Skirmish. Den Fiat Abarth 131 auch ganz toll. Regen, doch ein cooles Rallye-Auto. Ganz so wie du es magst. Auf geht's. Ganz so wie ich es mag. Naja. Also bei Nässe zu fahren ist nicht so sehr günstig, aber was soll schon schief gehen? So, jetzt Teilnehmer gucken. Max Davidson, Jens Axelsen, Gareth Jones, Jason Porter, Pierluigi Constantini, Johnny Adams und Karl Gardner. Der Roland ist nicht mehr dabei. Der mag uns nicht mehr. Boah, geiler Wagen. Sexy. Als erster. Oh Gott.
kann nicht gut gehen. Ich glaube, das werden wir nicht unfallfrei überstehen. Ich würde das nicht drehen und nicht irgendwie überschlagen. Da ist eigentlich alles in Ordnung. Das kann hier schon relativ schnell gehen, glaube ich. Bei der Strecke. Ist das jetzt die längere oder kürzere Etappe? Die war ein bisschen gebremst. Das macht schon mega Spaß. Ach so, was kann das mitbekommen? Den Regen so. Sieht man auf unserem Bildschirm. Ja, sieht nicht verkehrt aus. Also ein Dirt 4 wäre echt ganz nice eigentlich. Das Rally ist mir doch so ein bisschen, ich sag mal, zu simulationslastig oder zu Rally-lastig. Was wie der 3 halt als Nachfolger, das wäre nice. Das ist schon das Ziel eigentlich relativ gut gefahren. Bisschen vorsichtig noch, aber... Jawohl, erster Platz, so gehört sich das. Das wollen wir sehen. Habe ich dem noch 4,5 Sekunden abgenommen, Max Davidson. Das war geil. Ich glaube, das war die kürzere Etappe. Ja gut, der Wagen ist vielleicht nicht in der besten Farbe da, so im Babyblau. Oder hellblau. Jetzt ist Nacht. Oder es ist sehr, sehr dunkel. Also erleuchten nur unsere Scheinwerfer die Strecke. Nur wenn wir die auch schrotten, die Scheinwerfer, dann haben wir echt Pech. Das ist wie in Forza 6, wenn du mit Autos ohne Scheinwerfer ein Nachtrennen machst. In dem Formel 1 Wagen, den Lotus E23. Das ist lustig. Und go. Das ist nicht gerade sehr hell. Ach du Scheiße. Oh. Das wird sich cool, der Wagen. Das war ein tolles Auto, was Fiat gebaut hat. Ich sehe, wie diese ganzen... die jetzt bauen, was hier Fiat 500. Wenn ihr neu, der aber 605 Biposto. Ich glaube, das richtig, so richtige Rennsemmel ist. Ich glaube, sieht nicht blöd aus. Die Leistung ist auch nicht entsprechend, sage ich mal. Das war ein blöder Fehler. Und ja, also. Nicht. Sowohl außen als auch innen sieht in die Karre furchtbar aus von Fiat. Das kann man. Weil die sind auch nicht. Oh, nicht ganz billig. Da habe ich fast einen Abgang gemacht. Ja, das ist die längere Etappe. Das wird nicht gut. Das wird gar nicht gut. Also da wären wir schon mal nicht erster, kann ich mal sagen. Das war auch, glaube ich, eher geschuldet, dass es Nacht ist und ich halt sehr wenig sehe. Alter, ich war so schlecht. Also das Rally finde ich eigentlich auch ganz cool. So zum selber fahren, so in Spielen, so in echt würde ich das jetzt nicht so gern gucken. Aber wenn man so mal sieht, wie einige Fahrer es fahren, wie sie, ich sag mal, immer so Millisekunden oder wenige Zentimeter am Tod vorbeirasen, das ist schon echt krass. Dass da einige auf die Beine stellen. Wie sie ihr Auto unter Kontrolle haben. Naja, das ist richtig schlecht für uns. Da der nächste Fehler, ich bin so konzentriert. Links. Mittel rechts sehr lang.
Okay, der Gang rein. Komm. Zieh. Oh. Ich bin so ein Noob. Spuren wir nicht zurück. Ah, ich weiß schon, welche Platzierung wir bekommen werden. Warum fahre ich denn so weit innen, ey? Ah, ich glaube, ihr wisst auch, was ich werde. Ich sage das Gegenteil vom ersten Platz. Also auf Asphalt finde ich, das ist in Ordnung. Warum fahre ich so bescheuert? Das kann ich mir selbst nicht mehr angucken. Wenn wir jetzt bei Top Gear sind, dann würden die anderen Leute mir so ein schönes L zeigen. Sehen sie halt mit den Fingern so ein L machen, dass sie sich ins Gesicht halten. Das R steht ganz klar für Loser. Ja. Ich denke, ohne Unfälle wären wir auf jeden Fall unter die Top 3 gekommen. Dann bin ich wirklich Siebter in der Gesamtstatistik. Wow. Also da muss ich mich eigentlich fast schon selber verschämen für diese Leistung. Ich denke mal, mit ein bisschen Eingewöhnung, so eine Stunde vielleicht oder so, dann kriege ich das alles hin. Oder zwei Stunden. So, XP brauchen wir eh nicht, haben ja genug. So, und ich würde sagen, das war's dann auch hier mit der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat es natürlich gefallen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich bin raus und ciao.